Feierliche Eröffnung des Internationalen Brucknerfests 2024. Das Internationale Brucknerfest Linz 2024, das in diesem Jubiläumsjahr zum 48. Mal stattfindet, steht unter dem Motto Unendliche Weiten. Bruckners Werk als Griff nach den Sternen. Festrednerin im Jubiläumsjahr, das ist die österreichische Philosophin, Autorin und Publizistin Liz Hirn. Kunst, Kultur auf moralische Agenten zu reduzieren oder sie darin gesellschaftlichen Normen unterzuordnen und sie beispielsweise durch die Politik zu instrumentalisieren, all das nimmt der Kunst und Kultur, die wir in Zeiten wie diesen besonders brauchen, ihre Schlagkraft. Und gerade für unsere Enge, die wir haben, national, tribal, aber auch durch rechte und andere extreme Parteien, glaube ich, ist besonders wichtig. Und da glaube ich, dass Kunst und Kultur einen Beitrag leisten kann. Aber, muss ich sagen, um die Lösungen zu implementieren, sind andere verantwortlich, nämlich die Politik. Das muss die Kunst und Kultur nicht machen. In der heurigen Veranstaltungsreihe vom 4. September bis 11. Oktober spielt die Zahl 11 eine tragende Rolle und ermöglicht dem Publikum auch eine echte Weltpremiere. Und wir werden alle 11 Symphonien im Originalklang hören, so wie einst Anton Bruckner sie komponiert hatte. Und das ist natürlich ganz was Besonderes, nicht nur für Linz, für Oberösterreich, sondern es ist eine Weltsensation, die hat es noch nie gegeben und da sind wir alle stolz drauf. Ob sich Anton Bruckner vorstellen hatte können, Superstar zu werden. Und dieser Griff nach den Sternen, ich glaube, das ist ihm gelungen, auch wenn er selber nicht mehr erlebt hat. In der Europahymne heißt es, alle Menschen werden Brüder. Festrednerin Liz Hirn bezeichnet die Kultur als die Schwester der Freiheit. Das Brucknerfest ist sicherlich ein ganz ein besonderes Juwel unter den vielen Festivals. Erstens, weil es schon seit Jahren versteht, eigentlich die Brücke vom Historischen zum Neuen zu schlagen, neue Räume öffnet, Neues erfahrbar zu machen. Das ist der Griff nach den Sternen. Für uns ist die Inspiration aus der Kunst etwas ganz was Wesentliches, dass wir uns auch trauen, als Gesellschaft, als Politik auch Neues zu wagen. Und das ist für uns auch wichtig zu sagen, es kann immer große Ziele geben, und die Kultur und die Kunst kann uns auch ermutigen, nach diesen großen Zielen zu streben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Botschaft, die uns Bruckners Musik gibt. Den krönenden Abschluss des Festakts zum 48. Internationalen Brucknerfest Linz macht schließlich die Uraufführung unter dem Titel A Symphonic Life in 11 Polaroids vom zeitgenössischen Komponisten, dem Oberösterreicher Johannes Bierauer. Anton Bruckners 11 Sinfonien verschmelzen hier zu einem erstmals zu hörenden Gesamtkunstwerk.